In diesem Video möchte ich euch schnell zeigen, wie ihr den Nintendo Cup in jeder Kategorie gewinnen könnt. Also ich kann euch jetzt leider nur das sagen, was bestimmt alle von euch schon wissen, da es wirklich nicht mehr zu sagen gibt. Aber ich hoffe, es kann euch trotzdem ein bisschen weiterhelfen. Also der einzige Hund, wo bei mir überall freigegeben ist für den Nintendo Pokal, ist Chippy. Also die Grundvoraussetzung ist ganz klar: Euer Hund muss satt sein. Ja, bei mir ist es auf Englisch gestellt. Satt sein und nicht normal. Er darf nicht durstig sein. Er muss sehr sauber sein und am besten optimal gewichtig sein. Er ist jetzt leider ein bisschen zu dünn. Hier kann ich zeigen, er hat schon überall einen Nintendo Cup gewonnen. So, einen Moment, ich lasse das wieder. So. Jetzt kann ich auch endlich den vollen Bildschirm. Ja. Ja, dann am besten ist es natürlich auch. Moment, dass ich gehe schnell in den Laden. Shopping. So. Am besten ist es, wenn ihr euren Hund, vorausgesetzt, er ist eben idealgewichtig, mit Milch füttert, also ihm Milch zu trinken gibt. Die ist zwar relativ teuer mit 3 Euro, aber dafür bringt sie es. Und dann das teure Deluxe-Futter. Beziehungsweise Premium. Und damit sie, und am besten wascht ihr sie auch nicht mit normalen, sondern mit Deluxe Shampoo. Ja, das war's eigentlich schon. Und zum Training würde ich jetzt noch so sagen: Ihr solltet am besten für die Disc, fangen wir beim Disc-Wettbewerb an, ihr solltet am besten so 15 Minuten am Tag trainieren, im Strandpark, wegen den Sandfeldern dann. Und es ist eigentlich egal, welche Disc ihr nehmt, aber natürlich ist die beste Disc immer noch der Regenbogen-Disc, die, Moment, oder ich weiß nicht, wie sie genau heißt, ich nenne es aber Regenbogen-Disc. Da steht Paradise drauf, sieht man jetzt leider nicht. Und die bekommt ihr ab einer bestimmten Anzahl von Halterpunkten bei Mr. Recycle. Kommen wir nachher noch zu. Dann für den Cursing-Wettbewerb empfehle ich den Regenbogenköder. Gibt es auch bei Mr. Recycle. Aber ansonsten eben den Vogelköder. Da kann ich nur dazu sagen, auch sehr, sehr oft trainieren, dann klappt es schon. Und vor allen Dingen, auch wenn der Hund automatisch drüber springt, ihr solltet darauf achten, dass er trotzdem hupt. Und bevor der Wettbewerb anfängt, also noch der Countdown ist, also das 3, 2, 1, solltet ihr auf jeden Fall auf die Hupe drücken, denn dann geht's. Dann ist er aufmerksamer. Und beim Disc-Wettbewerb, während er rennt, auch wenn er die Leine von selbst bringt, klickt auf den unteren Bildschirm, dann rennt er nämlich ein bisschen schneller. Gehorsamkeitswettbewerb. Da kann ich eigentlich nicht so viel dazu sagen, denn ich habe dafür ewig lange gebraucht. Und dann war ich richtig erleichtert, als er es endlich geschafft hat. Ich habe einfach so lang den Meisterpokal, glaube ich, den Meisterpokal gemacht und dann irgendwann mal so den Nintendox-Pokal machen wollen und dann ist halt zufälligerweise Erster geworden, ich weiß auch nicht. Davor hat er es nie 9 Sekunden lang halten können. Und jetzt noch allgemein was dazu. Wenn dein Hund oder deine Hunde eben
den Nintendox-Pokal zum Beispiel im Disc werfen einmal gewonnen hat, dann ist er, fängt er, bringt er den Disc von alleine immer wieder. Aber das gilt auch nur im Park und beim Wettbewerb. Jetzt zu Hause, so geht es leider nicht. Habe ich nämlich auch schon probiert. Hier, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen. Chippy, komm her. Also da braucht ihr euch dann nicht wundern, wenn das so. Weil siehst du, jetzt spielt er nämlich wieder damit. Das, ja, beim Wettbewerb oder im Park ist es dann eben wieder anders. Dann, wenn ihr beim Cursing einmal den Nintendo-Pokal gewonnen habt, dann wird euer Hund schneller. Und beim Gehorsamkeitswettbewerb tut er die Tricks dann automatisch immer 9 Sekunden ausführen. Außer ihr löscht einen und bringt ihm dann neu bei. Dann müsst ihr eben bei dem Trick wieder von vorne anfangen. Das ist ein bisschen doof. Ja, jetzt wollte ich euch noch schnell die Leine zeigen. Da, also was ihr, ups, was ihr dazu braucht. Also ihr geht zu Mr. Recycle. Ich weiß nicht ab wie vielen, sondern also ab wie vielen Punkten ihr das kriegt. Ich glaube so 7000 noch was. Ich habe momentan 8800 noch irgendwas. Ja. Hier. Für die Disc braucht ihr zweimal Holz, dreimal Leder, zweimal Plastik und einmal Sternsplitter. Ich habe sehr viel davon. Ich brauche das jetzt nicht nochmal. Habe ich ja schon. Für den Köder braucht ihr zweimal Holz, dreimal Leder, zweimal Plastik und einmal Sternsplitter. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht einigen von euch mit den Tipps helfen, beziehungsweise denjenigen, die deutsch sind. Und ja, alle Tricks, übrigens beim Gehorsamkeitswettbewerb sind, lol, alle Tricks Pflicht, außer heulen. Ich kann euch mal alle Tricks zeigen. Trick Nummer 1, Sitz. Trick Nummer 2, links. Rechts. Platz. Spiel tot. Dreh dich. Rücken. Okay, ich habe das Männchen genannt, aber ist aufsitzen oder sowas. Springen. Betteln. Das ist Männchen, ich habe es dann halt hoch genannt. Hurra. Niesen. Und dann eben noch. Oh, doch nicht. Bitte. Handstand. Breakdance. Und das ist das einzige Freiwillige. Heulen. Weil das ist, geht eben nur, wenn man pfeifen kann. Beziehungsweise ihr könnt es dann eigentlich auch bei einem Video abgucken. Bei mir hat es zum ersten Mal geklappt, wo ich ein Video gerade angeguckt hatte und habe, wo es einer seinem Hund beigebracht hat. Und da hat JP automatisch angefangen. Dann wollte ich, danach hat es nicht mehr geklappt. Und dann wollte ich ein Video dazu machen, mit einer Frage, wo ich es dann halt eben frage. Und dann hat er auf einmal wieder angefangen zu heulen. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich einigen von euch helfen kann. Beziehungsweise konnte, wie auch immer. Moment, ich zeige euch noch heulen. Howl. Howl. Okay, Chippy ist gerade ein bisschen doof. Egal. Das wollte ich aber nicht, Chippy. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich weiß leider nicht, wann das kommen wird, denn momentan habe ich. Es fängt ja schließlich wieder die Schule an und da habe ich eben kaum noch Zeit. Vor allen Dingen jetzt, wo die Prüfungen dann anfangen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht oder machen werdet. Ja, Chippy sagt auch Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal.